Uwe Gensheimer fühlte sich wie ein Popstar, Andreas Wolf fand es einfach geil. Nach der endgültig eröffneten WM-Party ließen die deutschen Handballer ihrer guten Stimmung auch in der Mixzone freien Lauf. Zuvor hatten Kapitän, Keeper beim 34:21 Sieg herrschte von Beginn an eine überragende Atmosphäre, die sich auf die Mannschaft übertrug. Folgerichtig verabschiedete das Berliner Publikum die DHB-Auswahl mit "Oh, wie ist das schön" Gesängen. Gensheimer hat riesig viel Spaß, es hat riesig viel Spaß gemacht. Das hat man uns angemerkt, wie wir aufgetreten sind, wie wir immer wieder das Publikum emotional mitgenommen haben und die uns gepusht haben, sagte ein gelöster Uwe Gensheimer auf Sport1 Nachfrage. Ob Gensheimer, der nach 10 Treffern zum Spieler der Partie gewählt wurde, Wolf, der den Brasilianern mit seinen Paraden früh den Zahn zog und im Netz gefeiert wurde, oder Patrick Wiencheck, der im Abwehrverbund erstklassige Arbeit verrichtete, immer wieder animierten die deutschen Stars das Publikum. Die ohnehin schon ohrenbetäubende Lautstärke stieg auf ein Level an, das zwischenzeitlich befürchten ließ, dass das Dach wegfliegen würde. Ich wollte mich immer schon mal fühlen wie ein Popstar, der beim Konzert da steht, den Arm nach oben hebt und alle schreien, so Gensheimer schmunzelnd. Hexer Wolf, einfach geil. Ähnlich empfand es sein Torhüter, der direkt nach seiner ersten Parade seine Freude durch die Halle brüllte. Bei der Atmosphäre gehen die Pferde schnell mit einem durch, sagte Wolf. Die Reaktion der Fans war dementsprechend, das ist einfach aufputschend, so Wolf auf Sport1 Nachfrage, du hast einen kompletten Adrenalinstoß in deinem Körper. Du freust dich einfach mit jeder Faser deines Körpers, kurz gesagt, es ist einfach geil. Paul Drucks, der gegen die physischen Brasilianer eine deutlich größere Rolle einnahm als zuletzt, fand es sogar extrem geil. DHB-Team mit starker Leistung nach dem guten, aber nicht komplett begeisternden Auftakt gegen Korea legte das Team von Christian Prokop in Abwehr und Angriff noch eine Schippe drauf. Und auch die Fans steigerten sich, wir hatten heute eine hervorragende Atmosphäre in der Halle. Die Zuschauer haben wirklich gefeiert, was wir da geliefert haben, so Wolf. Dank der starken Abwehr und Gensheimer hatten wir allen Grund, mitzufeiern, der 27-Jährige hatte vor der Partie betont, dass die Partie gegen Brasilien erst der wirkliche Startschuss ins Turnier sei. Auftakt geglückt, oder? Wir haben 2 Spiele gewonnen und das in starker Manier, bilanzierte Wolf. Wolf scherzt und schwärmt und doch hatte die Einmannmauer etwas auszusetzen. Es war bitter für mich, denn ich durfte nicht mitspielen. Die Abwehr hatte mich komplett rausgenommen aus dem Spiel, sagte er augenzwinkernd. Er fand sogar einen weiteren Kritikpunkt, die Abwehranmerkung. Dreck haben in den ersten 10 Minuten einen Wurf durchgelassen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das Ziel muss sein, dass ich mich gar nicht mehr warm machen muss, doch ernsthaft, es war schon richtig, richtig gut, was die Abwehr heute geliefert hat. Wenn andere Gegner kommen, werden wir noch ganz anders gefordert sein. Ich denke, dann werden wir noch eine Schippe drauflegen können. Wolf schloss, mit der Abwehr ist einiges möglich, die deutsche Handballparty hat gerade erst begonnen, lesen Sie auch. Gensheimer überragt bei Deutschlands Torpartie, ausgeboteter Reichmann gratuliert mit suffisantem Post.